Heute Morgen gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr zur Bäckerei Hesse nach Welschen-Ennest alarmiert. Ja, wir sind heute Morgen gegen 10.22 Uhr zu einem Industriebrand 2 gemeldet worden. Das stellte sich relativ schnell auch als wahr heraus. Hier brannte es innerhalb eines Bäckereibetriebs in der Ortslage Welschen-Ennest. Hier ist die Elektronik an einem Bäckerofen in Brand geraten, die sehr schwer zugänglich für uns war. Die ersteintreffenden Kräfte haben den Löschangriff eingeleitet, haben somit auch relativ schnell festgestellt, dass dieser Bereich schwer zugänglich war. Weitere Kräfte haben in dem Zuge die schon vorher das Gebäude verlassenen Personen betreut. Also wir waren mit ca. 120 Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst vor Ort. Wir hatten relativ viele Rettungsdienst im Einsatz, da am Anfang nicht ganz klar war, wie viele Personen eigentlich wirklich vom Rauchgas betroffen waren. Hier stellte sich im Endeffekt heraus, dass 4 Personen wirklich so stark Rauchgase eingeatmet hatten, dass sie auch an Krankenhaus zugeführt werden mussten.